Einfach Vertrauen in die Brickfonts haben. Die wissen schon, was sie tun, hoffe ich mal. Oh, jetzt können wir mal verschieben. Eins. Hilft voll. Und im Dunkeln sehe ich wieder so gut. Also was schon aufgefüllt ist, was nicht. Was schon löchrig ist und was nicht. Ich sehe auf jeden Fall, dass wir gut Steine brauchen. Oh, wir können noch ein Stück rüber. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So weit, wie wir kommen halt. Oh, da kommt schon der erste angelaufen, der hier nichts mehr zu tun hat. Und da ist das Flitten weggegangen. Ernsthaft.
Und ja, hier klappt das auch irgendwie, das dranhängen. Ah ja, so können wir sie mal arbeiten lassen. Was wird das schon wieder? Ich sehe es. Ich verstehe es nicht. Hydra sieht übrigens auch schlecht gelaunt aus. Also ja, Bärte für die Quicktrons wäre nicht schlecht, um ihre schlecht gelaunten Gesichter mal dahinter zu verstecken. Ich glaube, ich habe keinen Quicktron wirklich, der noch ein gut gelauntes Gesicht hat. Und das finde ich doof. Ja, die werden hier viel zu tun haben. Wisst ihr was, das mache ich mal auf dieselbe Höhe wie das hier. Eins zu wenig, glaube ich. Ja, eins zu wenig. Wird schon wieder hell? Nein. Wo ist der Corrupt Moon denn? Gar nicht zu sehen. Oder ist er da hinten? Nein. Hat sich nicht hinter unserer Insel versteckt. Also ja, wenn man sich es auch von hier ansieht, merkt man, es wird flacher.
Also allein schon, weil hier oben auf dem Plateau, was wir gerade noch abtragen, es schon flach ist. Aber auch weil links und rechts die Seiten wachsen. Gott, auf der Seite waren wir schon ewig lang nicht mehr wirklich. Also weder etwas machen noch sie wirklich begucken. Oh, hier ist mal gerade alles sauber. Wie viele Ebenen haben wir denn noch? Ohne die haben wir noch 5, also sind wir gerade bei der 6. Und dann geht es darum, hier ein Stück abzutragen. Was schnell gehen dürfte. Oh ja, und die Dämmerungsmusik, bei der man so schön einschlafen kann. Das hier sieht übrigens auch crazy aus, was wir uns da geleistet haben. Also noch mehr crazy als das hier drüben. Schade, dass ich die Kamera nicht auf der Stelle drehen kann. Ich kann sie nur schwenken. Und da bin ich schon wieder raus aus dem Berg. Also ja, wenn ich mal kurz den X-Ray anmache. Macht der X-Ray komische Sachen? Guckt euch die beiden einzelnen. Da hinten müsste noch einer sein, gell? Ja. Unsere drei verlorenen Baumstämmchen. Die werden natürlich angezeigt. Das finde ich jetzt aber auch sehr interessant. Was ist hier passiert? Da kann ich mich gar nicht mehr erinnern, dass da hier irgendwelche Probleme waren. Okay, X-Ray wieder aus. Lassen wir die Gruselanimation
Nummer mal. Ja, so vernünftig funktionierender X-Ray wäre auch nicht schlecht gewesen, ganz ehrlich. Ich meine, ich will mich nicht beschweren. Das hier ist eigentlich schon ein Beweis, dass das Spiel nicht wirklich fertig sein dürfte, weil die Debug-Konsole gehört nicht in ein fertiges Spiel. Das ist eher noch Beta, Alpha, Early Access. Wobei nicht mal Early Access. Ist jedenfalls meine Meinung. Könnt mir ja auch dazu was schreiben. Dann schreibt mir aber auch bitte die Antwort, ob das da unten Salzwasser oder Süßwasser ist oder ob einfach nur der Planet blau ist. Hey cool, ich glaube, wir kriegen in der Aufnahmesession auf jeden Fall noch hier voll. Oh, das sieht da ziemlich leer mittlerweile aus. Ja. Aber ja, ich lasse sie jetzt ordentlich abholen hier. So. Ja, aber das war nicht gut. Das war besser, so. Bis hoch in die Ecke, ja. Revidiert schon mal meine Aussage, dass die Wand hier reicht. Gut, hier klappt noch alles. Ja, aber ernsthaft. Da, ne, halt, das ist wahrscheinlich auch von hier weggeklopft worden, aber das da. Und natürlich hier sind auch schon Löcher drin. Okay, kein Kommentar dazu. Ich würde sagen, wir speichern hier jetzt mal. Und dann gibt es erstmal einen Cut.
Also, bis gleich.